Herzlich willkommen zum letzten Gacha-Monkey 1.0 Video. Wir werden heute das komplette Piraten-Set machen. Das heißt, wir werden auf den Händen ein Piraten-Item haben, auf dem Kopf ein Piraten-Item, auf den Klamotten ein Piraten-Item und auf dem Trade ein Piraten-Item und als Waffe die Hand Gottes, weil ihr kennt ihn alle, Ruffy kämpft ja mit den Händen und wir wollen natürlich dann auch nur die Hände benutzen. Damit das Ganze geldtechnisch klappt, muss ich mir jetzt hier erstmal kurz die Standard-Items holen. Also wir holen uns hier einfach ein paar Standard-Items, damit wir die erste Runde schaffen. Wir lassen Autostart an und wir werfen jetzt erstmal so 50 bis 70 Geldkisten ab. Ich habe nämlich noch eine weitere Mod aktiviert, mit der wir extrem viel Geld machen werden und dann auch nicht mehr den Trick benutzen müssen, dass wir zurück zur Runde 1 springen, um Geld zu machen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jemand hatte nämlich in den Kommentaren geschrieben, ey Punji, warum benutzt du nicht eigentlich den Bananenfarm Paragon? Und das machen wir heute auch einfach. Wir müssen einmal 850.000 zusammenkriegen. Sobald wir das haben, können wir also den Bananenfarm Paragon holen. Und mit dem werden wir so viel Geld machen, dass wir nie wieder irgendwie farmen müssen, weil der macht pro Runde über 100.000. Der macht, glaube ich, pro Runde sogar noch mehr. Heißt, wir holen uns jetzt hier alle Dreier-Farms und oder beziehungsweise alle Fünfer-Farms, also Bananenzentrale, Monkey Wall Street und hier Monkeynomics. Und sobald wir das haben, müssen wir auf 850k sparen. Können uns dann The Pinnacle of Banana Production Paragon holen, also den Model Paragon für 850.000. Und der macht halt wirklich einfach infinitely viel Geld. Was wir auch noch machen müssen, wir müssen als erstes auf Klamotten gehen, denn wir wollen nicht wieder in diesen Bug reingeraten, den ihr alle schon kennt, wo wir dann das eine Item kriegen, das Omega-Item, auf dem wir dann nicht mehr wechseln können. Heißt, wir gehen hier jetzt bis Exotic und, Exotic ist eigentlich schon, wir müssen bis auf Omega gehen und müssen es direkt am Anfang rollen und hoffen, dass wir es nicht kriegen. Das ist nämlich der Trick. Wir müssen hoffen, dass wir hier das Omega-Item kriegen, und zwar Pirate King. Wenn das nicht klappt, müssen wir wieder von vorne starten, aber das würde ich dann auch einfach offstream machen. Wir haben hier jetzt schon ein paar Schadensprobleme, deswegen, wir brauchen ein paar Rerolls, wir brauchen ein paar bessere Waffen. Wir holen uns mal hier Golden Knife, das hier, holen uns hier mal ein Trade schnell, so Divine, okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gehen wir hier ein bisschen auf Rerolls, kriegen wir jetzt irgendwie was Gutes, 75% Luck ist für den Anfang okay. Also jetzt müssen wir mal eben abwarten und uns hier die Fünferfarm Monkeynomics holen. Okay, bevor wir auf den Bananenfarm Paragon gehen können, brauchen wir ja auf jeden Fall wenigstens so, da war 380%. Wenn wir 400% Luck kriegen, wäre ich auf jeden Fall schon sehr zufrieden. 400% Luck, damit können wir auf jeden Fall am Anfang sehr gut arbeiten, aber wir haben leider noch nicht 400% und die Bloons kommen auch langsam schon durch. Also wir müssen ein bisschen Acht geben, denn wir brauchen jetzt gleich echt eine bessere Waffe. Aber wir brauchen vorher noch einmal 400%. Oh, 600% Luck fast. Okay, so. Wir haben Monkey Sniper, Global Range, 28 Base Damage. Warhammer? Ja, Warhammer ist in Ordnung. Dann gehen wir mal hier auf Klamotten, denn wir brauchen jetzt gute Klamotten. Wir gucken mal hier eben, dass wir hier was Gutes kriegen. Bronzekrone Z, okay, die behalten wir. Dann holen wir uns hier 100 Rerolls. Fist of Steels, auch nicht schlecht. Ich glaube, damit sollten wir jetzt auf jeden Fall bis Runde 40 kommen. Und ab jetzt werden wir alle Rerolls in die Brust reinpacken. Oder in die Klamotten. Dass wir hoffentlich den Pirate King kriegen hier. Weil sonst müssen wir wieder von vorne anfangen. Denn ihr kennt ja den Bug. Den hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Jedes Mal, wenn wir dieses den einen Trade kriegen in der Version 1.0, die wir gerade spielen. Ja, dann geht es halt einfach nicht weiter. Deswegen müssen wir jetzt rerollen, bis wir hier die Piratenklamotten kriegen von Ruffy. Come on. Oh, wir haben was Neues bekommen, und zwar dank Spicy Toppler. Das hatte ich auch noch nicht, aber leider passt das heute nicht zu dem Video. Wir sehen sehr, sehr funny aus. Wir haben ganz kleine Augen nur noch. Aber wir müssen weiterrollen. Wir brauchen noch ein neues Omega. Come on. Wir holen uns mal wieder ein paar Rerolls. Ich bin übrigens doch noch mal in Runde 1 gesprungen, damit wir das hier jetzt wirklich am Anfang kriegen. Wir brauchen es wirklich. Bitte gib uns nicht wieder... Bitte gib uns nicht wieder das falsche Item. Okay, Strongest Sorcerer, ja, brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Piraten-Outfit heute. Alles andere ist komplett egal. Oh, ich glaube, wir haben es bekommen. Es sieht so aus, wir haben ein rotes T-Shirt an und eine blaue kurze Hose. Das müsste es sein. Pirate King auf Z. Okay, Leute, die Challenge ist da. Die Challenge ist da, okay. Wir haben 400% Damage, 4 Pierce, 40 Range, 10 Crit, 20 Crit Damage. Jetzt
heißt es erstmal hier noch eine gute Waffe kriegen, mit der wir gut ins Late Game kommen. Wir brauchen irgendwas Krasses, irgendwas, was schnell attackt und sehr gut gegen Kleinvieh ist. Overclocked Laser Blaster, schießt 3 Laser gleichzeitig, 2 Base Damage, 10 Pierce, 70 Base Range, attackt 4-mal pro Sekunde. Ich denke, das behalten wir. Wir wechseln hier mal eben noch auf einen etwas besseren Kopf. Danach gucken wir uns direkt an, wie stark hier die Laserkanone ist. Come on. Und nee, was kriegen wir hier? Gib uns irgendwas Geiles. Salad. Okay, wir behalten erstmal den Helm hier. 40% Crit Chance, 50% Crit Damage, 160% Damage. Und guckt euch das an. Wir ballern hier die ganze Zeit mit einem Laser rein. Haben wir schon irgendeinen Set-Bonus? Nein, haben wir noch nicht. Aber wir brauchen hier jetzt auf jeden Fall noch den Strohhut. Den gibt es noch. Der ist aber sogar über Omega. Das ist ein göttliches Item. Da müssen wir also ein bisschen mehr Lackfeuer holen. Und wir brauchen hier unten gibt es die Teufelsfrucht von Ruffy. Das heißt, die müssen wir uns auch noch errollen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall relativ viele Rolls holen. Ich würde jetzt aber sagen, aktuell sind wir richtig, richtig stark unterwegs. Deswegen erstmal Geld sparen, dass wir uns den Bananenfarm Paragon holen können. Wir können uns mal eben angucken. Ich spule mal ein bisschen vor, weil das dauert jetzt auch viele Runden, bis wir das Geld haben. Ich denke, wir haben das Geld so bei Runde 80, 90 rum. Eher so bei Runde 80. Wir gucken uns mal kurz an, ob wir einen Moab kaputt kriegen mit unserem aktuellen Bild. Okay, ja, wir haben den Moab one-shotted anscheinend. Wir können das Ganze, wir können mal noch eben hier Runde 40, 41, ja, wir one-shotten alles. Okay, wir sind auf jeden Fall erstmal safe. So, dann kleiner Skip, bis wir 850.000 haben, um den Paragon zu holen. Okay, wir sind in Runde 65, wir können den Paragon holen. Let's go, ich bin mal gespannt. Wie viel Geld macht der? 100.000 pro Tick. Level 53. Okay, also wir werden definitiv ab jetzt genug Geld haben, weil ihr seht, zack, haben wir schon 2 Millionen. Wir können also hardcore rerollen und hier richtig viel Geld reinballern in den Gacha Monkey. Und ja, wir sind aktuell auch wirklich noch so stark, dass wir hier Runde 75, ihr seht es ganz oben am Screen, alles one-shotten. Also wir können es mal einmal uns so angucken. Hier Runde 77, hier die Moabs, keine Chance. Es wird alles komplett weggelasert. Okay, wir gehen weiter auf Rerolls. Geld haben wir 9 Millionen, wir haben also praktisch unendlich viel Geld. Wir holen uns erstmal so lange Rerolls, bis wir hier, ja, bis unser Monkey ungefähr 10 Millionen bringt, wenn wir ihn verkaufen sollten. Also kurz vorher, würde ich sagen. Deswegen, let's go. Sind wir fast da. 6 Millionen, 7 Millionen, 8 Millionen, 9 Millionen und zack, 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 zack. So, fast 10 Millionen. Ich bin mal gespannt. Ich schätze, wir haben über 200.000 Rerolls. 360.000 Rerolls. Okay, also als erstes Luck höher. Wir wollen möglichst nah wieder an 1000% ran, so wie jedes Mal. Also ich drücke erstmal ein bisschen durch, dass der Cursor ein bisschen, dass es allgemein ein bisschen höher geht. So, und ich denke, wir werden hier jetzt gleich. Oh, da waren wir schon einmal über 1000. Heißt, ab jetzt muss ich langsam rollen. Also irgendwas über 850% bin ich schon eigentlich komplett zufrieden mit. Gib uns was Gutes, wir haben schon über 100.000 verrollt. 760 ist zu niedrig. Oh, 895% Luck, behalten wir. Wir rollen, oh, Inferno Cuffs, die sind auch neu. 600% Dot Damage, 30% Range und 20% Crit Chance. Wir rollen als erstes jetzt mal für den Strohhut. Wir brauchen den Strohhut unbedingt, deswegen ich baller einfach mal den. Oh mein Gott, wir haben direkt den Strohhut bekommen auf Z. Wie kann man so lucky sein? Und wir haben den Set-Bonus hier direkt. Guckt euch das an. Strohhut, jedes Mal plus 1% Attack Speed per Synced Accessory. Heißt, wir kriegen 1% Overall Attack Speed für jedes Item, was hier Strohhut-mäßig unterwegs ist. Heißt, jetzt müssen wir erstmal einen guten Trade rollen und wir brauchen einen göttlichen Trade. Und zwar gibt es die Teufelsfrucht von Ruffy. Ich habe das in den Files nachgeguckt. Ich weiß nicht genau. Oh, Fallen One sieht natürlich auch cool aus. Ich weiß nicht genau, plus 1000% Damage. Demon Lord sieht auch so geil aus. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir es kriegen, weil ich habe es bisher noch nie gesehen, aber wir hatten, glaube ich, auch noch nie ein göttliches Trade, außer dieses Drachenrache oder wie das heißt, Demonic Wrath oder so. Ja, wollen wir rerollen. Deswegen, es könnte sein, dass ich jetzt all mein Geld erstmal reinrollen muss, aber wir haben ja zur Not den Bananenfarm Paragon und was haben wir denn hier? The Honored One sieht auch sehr geil aus. Wir haben ein neues Godly. Ich weiß nicht, was es ist, aber es hat so Zahlen um sich herum. Es ist glitched. Oh mein Gott, das sieht komplett krass aus. 1600% Damage, 1400% Dot Damage, 30% Pierce, 20, 200% Range, 80. Oh mein Gott, das hat ja alles. Das ist
Das ist ja insane strong. Wir machen die ganze Zeit Overcrits und Hypercrits. Aber es ist nicht das, was wir wollen. Deswegen müssen wir weiter rollen. Ultra, ultra geil. Dazu werden wir auf jeden Fall im neuen Update auch noch ein Video machen. Das sieht komplett krass aus. Also den Glitch Gacha Monkey werden wir uns auf jeden Fall auch noch angucken. Shinigami sieht auch sehr, sehr geil aus. Aber wie gesagt, weiterrollen. Wir brauchen den richtigen Trade. Wir brauchen den göttlichen Trade. Wir haben auch nur noch, was heißt nur noch, aber wir haben nur noch 200.000 Rerolls. Also, ja, wir können eigentlich noch oft genug rerollen. Unique. Oh, das hatten wir auch noch nicht. Das sieht super geil aus. Wir haben so eine Aura um uns herum. 4,0x Stats when alone on the map. Oh, das heißt, alle Stats sind mal 4, wenn man alleine auf der Karte ist. Das heißt, wenn ich ihn hier verkaufe, wäre er hier noch viel stärker. Auch ein sehr geiles Trade. Und wir haben den Reaper, also den Tod persönlich. Ey, es gibt noch so geile Sachen, die wir uns hier zusammen angucken müssen, Leute. Also es gibt so viele Sachen. Und das ist eigentlich alles noch in Version 1. In Version 2 kommen noch über, ich glaube, 100 oder 200 Upgrades hinzu. Hier Requiem, auch sehr geil. Da hat man so Flügel auf dem Rücken. Also man kann hier so coole Builds machen. Und in 2.0 kann man noch viel geilere Sachen machen mit den Set-Bonis und so. Also es wird auf jeden Fall heftig, Leute. Mein Gott, wir haben gerade Ultra bekommen. Ich könnte mir vorstellen, Ultra ist, das kann man zusammen als Set spielen mit Son Goku. Wegen Ultra-Instinkt. Das hat 359% Crit gerade, also wahrscheinlich 400%, wenn es Set-Qualität ist, oder 500%. Base Damage, Pierce und Attack Speed, auch sehr, sehr stark. Also das ist auch schon wieder so ein Godly, was wir uns auf jeden Fall in dem nächsten Part angucken müssen. Sehr, sehr geil. Also was man hier teilweise für Godlys kriegt, ist so heftig. Vor allem in der neuen Version kann man über 1000% Luck gehen. Das ist natürlich auch mega, mega geil, weil hier sind wir leider gecapped. Ihr wisst ja, was passiert, wenn wir über 1000% Luck sind, fängt die Mod an zu glitchen. Deswegen, das wird in der neuen Version auch alles gefixt. Ich weiß nicht, ob ich direkt morgen ein neues Video mache mit der neuen Version, aber ich werde auf jeden Fall spätestens Dienstag oder Mittwoch wird ein Video zum Gacha Monkey 2.0 kommen. Definitiv. Und im Dezember kommt ja dann auch das Update raus, das neue von Bloons. Und da wird es ja, glaube ich, auch so einen Modus für alle geben. Also es soll ja auf jeden Fall so ein Roguelike-Modus kommen. Also ich bin mal gespannt, ob es dann auch sowas hier wie ihn hier gibt. Also da bin ich richtig gespannt drauf. Da hätte ich nämlich mega Bock drauf, wenn es sowas auch richtig gibt. Overlord, auch sehr geile Animation, muss man sagen. Leute, wir haben ein neues Godly bekommen. Was ist es? Oh mein Gott, ich bin gespannt. 3, 2, 1. Oh, es ist die Gum-Gum-Frucht auf Z. Und wir haben hier schon wieder den Bonus. Wir haben jetzt 3 Items mit einem Set-Bonus. 2000% Damage, 10 extra Base-Damage, 6 Base-Dot-Damage, 1400% Dot-Damage, 30 Pierce, 20 Attack-Speed, 200% Crit, 600% Crit-Damage. Und wir haben hier so, ja, so eine Aura um uns herum. Das sieht ja richtig geil aus. Das ist die Gear 5 Aura. Also diese Gear 5 Wolken, die er da so um sich herum hat. So, so geil. Okay, wir brauchen die Hand Gottes und wir brauchen irgendeinen. Also es gibt wohl keine Hände, die aktuell dazu passen. Heißt, wir werden irgendwelche coolen Hände nehmen, die uns persönlich ansprechen. Irgendwelche, ich würde sagen, Omega oder Godly Hände. Also wir rerollen hier jetzt ein bisschen, bis wir irgendwas Geiles kriegen. Ich denke, in den nächsten 10 Sekunden werden wir was Cooles kriegen. Was haben wir hier denn? Omnitrix Prototype Set. Auch geil. Aber ich würde sagen, wir wollen schon Godly Handschuhe. Wir hatten jetzt, glaube ich, auch noch nicht so oft Godly Handschuhe. Deswegen, ich würde einfach mal rollen, bis wir richtig coole Godly Handschuhe kriegen. Und das würde ich dann auch taken. Come on. Come on, come on, come on. Exotic, nein. Oh, wir haben Trainingsweights. Die können wir natürlich auch nehmen. Ich glaube, wobei, wir haben so oft Trainingsweights schon genommen. Ich will jetzt hier irgendein cooles Godly Item. Also, es muss ja Godly Handschuhe geben. Es kann ja nicht sein, dass es keine Godly Handschuhe gibt. Wieder Exotic, nein, wollen wir nicht. Wir wollen ein Godly Item. Come on, gib uns Godly Handschuhe, let's go. Oh, wir haben Godly bekommen. Omnitrix, okay, das behalten wir. Und zwar 1100% Damage, 1000 Dot Damage, 100 Pierce, 40 Base Range. Wir haben 100% Crit und 1200% Crit Damage. Und jetzt brauchen wir noch die Hand Gottes.
Was ist das hier? Ein Laserschwert? Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen die Hand Gottes. Oh, wir haben gerade den Dragon Slayer bekommen aus dem Anime Berserk. Das sieht auch crazy aus. Wir haben ein riesiges Schwert hier. Guckt euch das mal an. 180 PS, 40 Base Damage. Dann macht hier ein Feuereffekt. 2000% Crit. Wollen wir das behalten? Weil ich könnte mir vorstellen, dieses Schwert ist stärker auf dem Ruffy-Set als die Hand Gottes. Weil ich glaube, die Hand Gottes zählt hier nicht zu dem Set-Bonus. Das sind nur die drei Sachen. Es kommen noch Items jetzt mit dem nächsten Updates von 2.0, die zum Set-Bonus zählen. Deswegen, also für mich wäre das gerade in Ordnung, das Schwert hier zu behalten, wegen dem Dot-Damage, weil das Feuer macht. Und Feuer-Damage wird ja überall gebufft hier. 400% Buff, 300% Buff. Dann ist hier nochmal 6 extra Base Dot Damage, 1400% extra Dot Damage. Und hier oben haben wir, glaube ich, auch nochmal 1000 Dot Damage. Ich würde sagen, wir behalten das und wir verkaufen jetzt auf jeden Fall unsere Bananenfarm. Und wir gucken einfach mal, wie stark Ruffy heute ist. Also das ist auf jeden Fall crazy. Wir hauen hier mit einem riesigen Schwert drauf und sind alles am One-Shotten. Ich würde sagen, wir können auch direkt Runde 2 100 testen. Ich mache den Speed mal langsamer. Runde 200, da kommt sie an. Habt ihr es gesehen? Ein Hit und der BAD hat direkt angefangen zu brennen und ist kaputt gegangen. Absolut krank. Und das hier ist auch wirklich keine einfache Map. Also das muss man auch ehrlich sagen. Er one-shottet sie nicht, aber mit dem Feuereffekt haut er sie schon ziemlich gut kaputt. Ich hätte jetzt Bock, die Hand Gottes zu nehmen, aber es fängt jetzt langsam an. Umso länger ich halt rerolle und ich rerolle jetzt schon, weiß nicht, 10 Minuten habe ich gerollt von dem ganzen Video, was ich nicht reingeschnitten habe. Wenn ich jetzt weiter rerollen würde, dann fängt es immer mehr an zu laggen und da habe ich eigentlich keine Lust drauf, weil das auch doof fürs Video ist. Deswegen, also ich finde das Berserker-Schwert schon ziemlich cool. Leider ist die Reichweite nicht so krass, aber wir kriegen Runde 200 auf jeden Fall hin. Ich hole mal sicherheitshalber hier vorne Legend of the Night, dass wenn wir was leaken, dass wir nicht direkt Game Over gehen. Und wir testen einfach mal Runde 250. Come on. Okay, das ist auch schon nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich denke, mit Hand Gottes werden wir hier auf jeden Fall ein bisschen sicherer wegen dem Zurückhauen. Aber es ist halt jetzt auch keine Easy Map. Deswegen, wir werden jetzt heute nicht so weit kommen, wie wir normalerweise auf den leichten Maps kommen. 250 auch geschafft. Sehr geil. Okay, 299. Gucken, ob wir das schaffen. Ah, die DDTs. Die DDTs sind zu schnell in Runde 300. Die sind zu schnell. Okay, ich würde sagen, wir machen Autostart mal kurz raus. Wir gucken mal eben, ob wir das noch überleben. Falls nicht, nee, überleben wir nicht. Okay, wir machen Continue. Ich werde jetzt hier nochmal kurz probieren, die Hand Gottes zu kriegen. Also ihr seht's, wenn ich jetzt reroll, es fängt übelst an zu laggen. Wir können die Runde mal eben mit dem Flamethrower probieren. Oh, das funktioniert actually sogar richtig gut. Warum funktioniert das so gut? Anscheinend ist das Berserker-Schwert nicht so gut auf Ruffy. Diese Feuerwaffe hier viel, viel, viel besser. Okay, aber es ist halt trotzdem nicht so gut. Wir brauchen die Hand Gottes. Aber ihr seht, wenn ich jetzt anfange zu rollen, man kann nur noch ganz langsam rerollen, weil es halt ultra, ultra, ultra anfängt zu laggen. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich die Hand Gottes noch finde. Come on. Wir probieren es jetzt nochmal kurz. 10 Sekunden, 15 Sekunden. Nochmal ein Exotic. Die Sense auch nicht so gut. Come on, gib uns ein geiles Item. Oh mein Gott, Leute. Ich habe ein Godly bekommen. Es ist die Hand Gottes. Es ist leider nicht Z-Qualität. Aber es ist die Hand Gottes. Jetzt können wir probieren. Ah, es wäre so geil, wäre das Z und nicht A minus. Oder wenigstens Triple S oder so. Jetzt können wir probieren, es zu schaffen. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber es wäre so geil, wenn wir die Runde schaffen würden. 3, 2, 1, go. Okay, okay, okay. Wir hauen alles zurück. Es sieht nicht schlecht aus. Wir schaffen, glaube ich, Runde 300. Come on. Ja, wir schaffen die Runde 300. Und wir haben ja einfach Monkey D. Ruffy komplett in seiner absolut starken Form mit dem Sync-Bonus. Ah, okay, wir haben es geschafft. Wir haben die Belohnung bekommen. Jetzt Runde 400. Schaffen wir mit Monkey die Gacha Monkey. Runde 400, come on. Wir hauen die BADs zurück. Oh, es ist was durchgegangen. Come on, come on. Ich lasse es mal auf langsam, dass man genau sieht, was passiert. Theoretisch können wir noch ein Ceramic Balloon liegen. Ah, nein. Nein. Okay, ich probiere jetzt noch. Ich mache jetzt Jungle Drums hin. Es könnte sein. Ja, dadurch fängt das Game extrem an zu laggen. Und wir holen
permanent gebräu. Es könnte sein, dass das Game jetzt abcrasht. 3, 2, 1. Oh mein Gott, was passiert? Seht ihr, wie viele Buffs da unten drunter sind? Oh Gott, das funktioniert nicht. Man darf den Gacha-Monkey nicht buffen. Jetzt weiß ich wieso. Ah, es ist so schlimm am Laggen. Leute, das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das letzte Gacha-Monkey-Video von der Version 1.0. Das nächste kommt irgendwie spätestens am Dienstag, würde ich sagen. Bis dahin, Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.